Also es gibt etwas, das möchte ich noch loswerden. Unbedingt sogar. Wisst ihr, ich traue unseren Umweltaktivisten und Friedensaktivisten nicht. Ich traue den Menschen nicht, die so gerne Frieden wünschen, sich für Frieden wünschen. Ich traue Menschen nicht, schon gar keinen Politiker, die so angeblich alles zum Wohle des Volkes tun. Ich traue ihnen nicht. Ganz einfach deshalb nicht, weil sie allesamt eine Anstrengung scheuen. Sie scheuen die Anstrengung, in sich selbst die Umbauprozesse vorzunehmen, die es braucht, damit die eigene Energieströmung wieder frei fließt. Es ist viel bequemer für Lesch oder Precht oder Lauterbach oder ach, ganz Mist da hinten, das alles als esoterischen Unsinn abzutun. Das ist viel bequemer, als wenn man anfangen würde, selbst bei sich anzufangen, nicht wahr? Es macht natürlich viel mehr Laune, allen anderen zu erzählen, wer da alles was falsch macht. Oh, das macht Spaß. Und sich daran regelrecht aufzugeilen. Und natürlich macht das Spaß, alle, die irgendwie auf der Suche nach sich selber sind und auf der Suche nach ihrem eigenen Weg sind, sie alle zu verlachen und sie als verschwunden abzutun. Oder auch im wahrsten Sinne des Wortes als verrückt zu erklären. Aber in einer gewissen Weise stimmt das sogar. Menschen, die beginnen, ihre wahre Identität, nämlich ihre eigene Vollkommenheit zu suchen, die sie natürlich haben, klar, werden in der Tat weggerückt von all dem anderen Unsinn hier. Ich gebe es zu, dass das, was ich sage, für einige verrückt klingt. Ja, das ist es ja auch. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes von euch weggerückt. Das heißt, auf die Idee zu kommen, mich auf irgendwelche Verteilungskämpfe einzulassen, oder irgendein Wettrennen mitzumachen, wer wohl hier wo wann den ersten Platz bekommt oder ähnliches. Auf diese Idee käme ich gar nicht. Ich bewundere sportliche Leistungen. Was mich immer wieder nervt, ist die Tatsache, dass man sich anschließend um Platz 1, 2 und 3 balgt. Ist euch schon mal die Idiotie aufgefallen? Also jemand also trainiert wirklich hart und ist, sagen wir mal, ein perfekter Schwimmer oder kann fantastisch laufen und wirklich sehr schnell laufen. Und ich stehe da wirklich und gucke mir diese Irrenleistung an. Oder wenn da irgendjemanden war, so eine Discoscheibe oder was weiß ich, wie man weiter Perron schleudern kann. Aber ich bewundere das genauso, wenn er sie 72 Meter wirft, als wenn er sie nur 71,8 Meter wirft. Die Leistung ist in meinem Fall, denke ich doch mal, in meinen Augen die gleiche. Eine Wahnsinnskraftakt. Den es dann auch zu würdigen gilt. Aber wir können dann nicht alle jeden einzelnen Athleten anstaunen. Aber was halten wir davon, wenn wir anfangen, uns selbst die Energie zu geben und die Anerkennung zu geben für das, was wir eigentlich tun? Wenn wir nämlich alles in Harmonieschwingung bringen könnten, das können wir. Das können wir, ich denke, das können wir. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass wir selbst diejenigen sind, die sich mit Harmonie oder mit Kristallenergie vollpumpen. Seht ihr, das ist das, was Menschen seit Jahrhunderten von Christus erwarteten. Sie erwarteten immer irgendwie, dass Christus das alles mal eben so locker lustig für sie repariert. Nee, Christus repariert da gar nichts. Aber Kristallenergie repariert. Und Christus ist in der Tat ein Mensch, der kam aus Kristallenergie. Ja, oder aus der Kristallenergie. Ich weiß nicht genau, was da anschließend schiefgegangen ist. Also, dass ein Mensch, der aus Kristallenergie kommt, anschließend gekreuzigt wird, also das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber es heißt auch, dass man offensichtlich eine sehr hohe Energie wieder abbauen kann. Ich meine, wenn ich Disharmonien in mir abbauen kann, dann kann ich sie aber auch in mir aufbauen. Also es kommt immer darauf an, wie ich das Leben betrachte und wie ich damit umgehe. Bitte verstehe das. Erinnert mich ein bisschen an Papageno, das hatte ich in einem anderen Post schon gesagt. Ich meine, ich habe es jetzt gestreamt, aber ich denke mal, dass das, was ich jetzt gerade sage, für einige leichter zu verstehen ist. Papageno, der ganz verzweifelt war, dass er nun seine Papagena nicht bekam, wollte sich aufhängen. Und dann kommen die drei Knaben und sagen: Mein Gott, dann lass doch deine Glöckchen da klingen, dafür hast du sie doch. Und dann sagte Papageno: Ich nah vergaß der Zauberdinge. Und wenn man das mal so in unsere Wirklichkeit hinein interpretiert, dann ist das im Klartext, könnte man das auch zu dir sagen. Du nah vergaßt der Zauberdinge. Mit anderen Worten, du nah vergaßt, dass du dich mit Kristallenergie so vollpumpen kannst, dass alles in deinem Körper, in deinem Leben sich harmonisiert. Aber das braucht einen Umbauprozess und der kann in einigen Fällen sehr schmerzhaft sein. Ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, ich wünsche dafür eine große Schachtel Aspirin.
Weil du brauchst es, du brauchst dringend Kopfschmerztabletten, du brauchst sowas, weil das manchmal nicht auszuhalten ist. Aber ich möchte dazu eins sagen. Wenn man in so einem Umbauprozess steckt, dann tut das auf einmal alles völlig schnell. Der Körper, der scheint in Flammen zu stehen. Und das tut er wahrscheinlich auch wirklich. Wenn hier einfache Schmerzmittel, die man rezeptfrei in der Apotheke, Paracetamol oder Aspirin oder sowas, wenn so etwas nicht hilft, dann helfen auch Schmerzhämmer nicht. Das würde dann eher kontraproduktiv sein. Ganz einfach deshalb, weil in deinem Körper muss es umgeschaltet werden und muss umgebaut werden. Und jetzt stell dir einen Patienten auf dem Operationstisch vor. Der mag ja, als er gesund war, unheimlich schnell laufen können oder ähnliches. Der mag ja auch weit gesprungen sein oder ähnliches. Aber als er, oder wenn er da auf dem Operationstisch liegt und jetzt aus der Narkose aufwacht, dann wird er wohl kaum vom OP-Tisch springen und losrennen und wieder genauso weit springen oder genauso schnell laufen oder so schnell schwimmen. Also immer, du bist in so einem Umbauprozess. Du bist genau jetzt in diesem Moment, wo du auch meine Worte hörst, bist du in diesem Umbauprozess. Aber sicher, aber ja. Du musst nur wissen, dass du dich für deine Dualseele reif machst und du machst dich für deine Vollkommenheit reif. Und je mehr du dich mit Kristallenergie vollpumpst, desto mehr kommst du zu dieser Vollkommenheit. Unser Problem war, dass wir diese Aufgabe, die wir alle haben und die wir alle übernehmen müssen, ausgelagert haben. Wir haben gesagt, ach nee, das macht ein anderer. Nee, Christus, ich gebe das alles in deine Hände. In den 80er, 90er Jahren kamen ja diese Magiebücher hoch und so etwas. Und dann kamen auch viele, die gesagt haben, ja genau, Erzengel Raphael, in deine liebenden Hände übergebe ich meine Angelegenheiten. Ja sag mal, der pfeift dir was. Da kommt keiner und nimmt da mit seinen liebenden Händen deine Angelegenheiten dir weg. Nee, der steht bloß da mit verschränkten Armen und sagt, warum machst du das eigentlich nicht? Der Umbauprozess findet jetzt in dir statt. Auf der Stelle und auf der Stelle und auf der Stelle. Immer. Ich habe gerade eben schon meinen Stream abgesetzt, der war unheimlich lang und das geht fast eine Stunde. Und der für dich dann das Verhältnis von Dualseelen erklärte und so weiter und das macht dich auch gar nicht mal schlecht. Aber in diesem Stream möchte ich unbedingt darauf hinweisen, dein Umbauprozess, den darfst du nicht unterbrechen. Das kann manchmal gehörlich wehtun. Und ich weiß, was ich sage, es tut wirklich manchmal weh. Aber du musst in der Lage sein zu begreifen, dass du, wenn du dabei bist, dich mit Kristallenergie vollzupumpen, dass die dabei ist, deine Energiestraße sozusagen wieder freizuräumen. Sie reinigt deinen Energiestrom, sie reinigt deinen Energiefluss. Und dabei wird der ganze, da wird ausgerümpelt, da wird alles, da kommt der ganze Spürmüll zustande und muss da irgendwie weg. Und dann kommt irgendwann im Körper das Lymphsystem und sammelt den ganzen Spürmüll wieder ein und baut es dann wiederum um. Und genau das ist das Ding. Der Körper verlässt gar nicht so viel Energie, wenn er anfängt, das, was wir gegessen und getrunken haben, wieder auszuscheiden. Aber er baut vor allen Dingen alles um, was er noch gebrauchen kann. Es ist ein gewaltiger Recyclingsprozess in dir. Er baut alles in seine eigene, wie soll man das sagen, in seine eigene Energiestruktur um. Dafür hast du ja einen Bauplan, DNA genannt. Also mit anderen Worten, was in der Biologie der Körper tut, nämlich dass er eine mRNA wegschickt, eine Message-RNA also, und die liest dann also vom Originalstrang ab, so und so muss das also richtig sein, wieder zurück zum, was weiß ich, zum Ohr, zum Auge, zum Knie, keine Ahnung, wo da eine Verletzung aufgetreten ist, um das jetzt wieder ordentlich zusammenzusetzen. Und was dein Körper kann, das kannst du im Geist schon lange. Mit anderen Worten, dein Geist muss in der Lage sein, so viel Energie in deinen Körper zu pumpen, in deinen Geist zu pumpen, dass die ganzen Energiestrukturen in dir sich wieder erholen. Und das ist, wie gesagt, anstrengend. Am Anfang ist es immer dunkel und am Anfang ist es immer anstrengend. Aber ich misstraue unseren Friedensaktivisten, die diese Anstrengung scheuen. Aber dich nicht genug tun, anderen zu erzählen, was sie dann mal bitte alle falsch machen. Am Anfang ist er schwer, das gebe ich zu, dieser Umbauprozess, aber wenn er dann mal in den Fluss gekommen ist, geht es leichter. Und vor allen Dingen weißt du genau, warum du das tust, denn du wirst nämlich in deine eigene Vollkommenheit zurück, da willst du wirklich hin. Irgendwann hast du von den Schwierigkeiten her ja auch wirklich die Schnauze voll. Irgendwann ist er gut gewesen, ne? Und irgendwann denke ich auch, nee, also nicht schon wieder jetzt immer so in diesem Unsinn. Andererseits, davor bewahren tut mich keiner. Nur wenn ich in der Lage bin, ein dermaßen Schutzschild in mir aufzubauen, dass alles eine so kristallklare Energie hat,
dass sie auch nicht mehr verdorben werden kann. Es ist eine Aurapflege sozusagen. Es ist ein Schutzmantel, den du hast, der aber aus deiner Energie besteht. Sollte diese Energie zerlöchert sein, nutzt dir der ganze Schutzmantel nichts, weil er, wenn er so verlöchert ist, dann könnte natürlich alles Mögliche reinkommen. Jo, das finde ich, solltet ihr wissen. Und das sage ich auch, weil mehr diese, wollen wir uns hier alle mal Liebe schicken oder wollen wir uns hier alle an den Händen halten oder so etwas. Oder ich habe euch ja alle so lieb oder ich sende euch meine Liebe oder so etwas. Ja, das, sorry, aber wenn deine Liebe nichts wert ist, denn so etwas gibt es tatsächlich. Es gibt Menschen, dessen Liebe problematisch ist, weil die Eigenliebe noch nicht erkannt ist. Denn wenn ein Mensch so krampfhaft andere Menschen lieben will, hat er sich nicht selber auf dem Zettel, auf dem Merkzettel sozusagen, hat er sich nicht selber auf seiner Liste. Aber um seine eigene Liebe geht es, und zwar die Liebe zu sich selbst. Denn nur wenn du dich selber wirklich lieben kannst, kannst du auch andere lieben, sonst funktioniert es nicht. Und du wirst selber sehr darauf achten, dass du zu einem Menschen wirst, auf den du nicht nur nicht richtig glücklich bist oder richtig stolz sein kannst, sondern dass du wirklich zu den Menschen gehörst, die sagen: Hey, klasse, das habe ich jetzt echt gut gemacht. Und ich bin stolz drauf, ich freue mich drüber. Und so kann ich auch neidlos die Leistungen anderer Menschen anerkennen und brauche da nicht hinzuschielen, was sie wohl eigentlich schon geschafft haben. Wenn ich ganz genau weiß, ich mache aus mir Christian Energie, dann ist es das Beste, was mir in meinem Leben auch passiert ist, das Beste, was mir im Leben nie eingefallen ist. Und ich bin wirklich überglücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Keine Frage. Und jetzt kann ich allen anderen alles neidlos gönnen, was sie da gebaut haben, was sie da hinbekommen haben. Und wenn es auch schöner und besser und glücklicher ist, was weiß ich was, ich kann es neidlos anerkennen, denn ich habe das erreicht, was ich erreichen will. Ich bin Kristallenergie geworden. Das heißt, ich heile und repariere alles, was in meinem Leben immer schiefgegangen ist. Meine ganzen Schwingungen werden geheilt. Und das bringe ich in Vorschlag, dass man auch das machen kann. Warum sollte ich mit meinen 52 Jahren jetzt versuchen, noch ganz schnell einen Job irgendwo zu ergattern oder noch ganz schnell das und das noch hinzukriegen oder sowas? Was soll das? Ich bringe mich in Kristallenergie. Da arbeite ich seit 30 Jahren darauf hin, ohne dass ich es wusste, aber ich tat's. Und jetzt, gut, und jetzt kann ich anderen versuchen zu erklären, dass sie es das auch können. Ganz einfach, weil es sehr viel Freude macht, Kristallenergie zu sein. Die Energie wird, die Gedankenwelt wird schöner, was mir so einfällt, macht einfach nur Freude. Und ich erlebe, dass mein Körper immer gesünder und immer gesünder wird. Und wenn man 20 Jahre lang im Bett gelegen hat, weil der eigene Körper sich nicht bewegen wollte und weil man praktisch nur noch in die Küche oder ins Badezimmer kriechen konnte, weil der Körper sich weigerte, sich aufzurichten, dann weiß man sowas zu schätzen, glaub es mir. Und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, die auf einmal in der Mitte ihres Lebens feststellen, verdammt, der Körper will nicht mehr. Irgendwas funktioniert da. Aber ein Körper ist ein Anzeiger, was mit deinem Energiestrom los ist. Und wenn alle anderen auf dich so oder so reagieren, dann ist das ein Anzeiger für das, wofür du eine Resonanz hast. Bitte versteh das. Und dass du derjenige bist, der durch seine eigene Energie je gereinigt hat, desto besser das alles reparieren kann. Du kriegst deine eigene Schwingung klar. Und das ist eine Anstrengung, die viele scheuen. Und wenn ich ehrlich sein soll, wenn man mir vor 20 Jahren angeboten hat, ach Mensch, dann nimm dein Geld und trag es irgendwo hin und dann macht der das alles oder geht zu einem Wunderheiler oder geht zu einem Zauberkünstler oder was weiß ich. Ach Leute, ich hätte es doch auch getan. Ich verstehe es ja irgendwie auch. Ein Wunderheiler, oh ja. Aber ein Wunderheiler nützt mir hier nichts. Ich will keinen Wunderheiler, ich will die Gewähr, dass ich selber alles in mir heilen kann. Ich will keinen Arzt. Ich will keinen Wunderheiler. Ich will meine eigene Energie wieder so instand setzen, dass sie frei fließen kann. Und dass sie dann auch wirklich frei fließt. Und das mache ich, was ich hier noch mache, ist, ich suche keine Fans. Ich suche Gleichgesinnte. Ich will keine Anhänger. Ich will Gleichgesinnte. Ich will keine Jünger. Ich will Gleichgesinnte. Die genau wie ich zu dem Erkenntnis gekommen sind, dass sie selbst ihre eigene Wunderheilung, besser gesagt, oder besser ihre eigene Heilung sind. Dass sie selbst ihre eigene Reparaturstation sind, dass sie selbst ihre eigene Ladestation sind.
Ich will, solche Menschen möchte ich treffen, solche Menschen möchte ich, mit denen möchte ich eine gewisse Gemeinschaft haben. Und ich will auch nicht mehr diskutieren. Ich träume von einem Zusammenleben mit einem Menschen, der ganz einfach dann ruhig ist, genau wie ich auch. Und wenn ich mit jemandem zusammen bin, bin ich ruhig. Was soll ich diskutieren? Und ehrlich gesagt, genau das suche ich. Aber solange ich selber noch nicht in dieser Schwingungshöhe bin, so lange arbeite ich daran, dass ich in sie hineinkomme. Aber ich bin auch genauso schnell wieder draußen, wenn meine eigene Harmonie noch nicht gereicht hat, das alles zu harmonisieren. Und das weiß ich. Also höre ich auf, alle anderen zu kritisieren. Ich versuche allerdings auch, den Spagat hinzubekommen. Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es sich so verhält. Und ich gebe zu, dass ich meine Klappe nicht halten kann, wenn irgendjemand wieder hinterkommt, anderen zu erzählen, was hier alles so schief läuft, wenn einer irgendwelche drohende Katastrophen an die Wand malt. Ach, und was tust du, um sie zu reparieren? Wenn jemand sich Frieden wünscht, wird er Licht aussenden. Wenn jemand sich Glück oder Reichtum für alle wünscht, dann wird er eine Energie aussenden, die allen anderen das zumindest nicht unmöglich macht. Irgendeiner, von dem ich so gar nichts halte, irgendein Aushilfsphilosoph oder so, der hat ein Buch geschrieben, Reichtum für alle. Ja, dein Reichtum bekommst du nur hin, wenn deine Energieströmung so hell ist, dass das Reichtum zu dir fließen kann, sonst funktioniert es nicht. Und das versuche ich hier weiterzugeben. Ich danke fürs Zuhören. Alles Gute. Übrigens, ich hatte noch einen Post gemacht, dann geht fast eine Stunde. Der ist anstrengend. Also am besten siehst du den dann in den Schatten, weil das kann man, glaube ich, nicht mit einem Haps wegkriegen. Gut, ich danke wirklich fürs Zuhören. Alles Gute euch und toi, toi, toi. Ihr habt sehr viel Glück, das weiß ich. Und jeder, der sagt, ich will eine Kristallenergie sein, der wird eine Kristallenergie, ist doch klar. Und jeder, der eine Kristallenergie ist, der kriegt doch seine eigene Energieströmung wieder klar. Alles gut, keine Aufregung, funktioniert. Müssen nur sehr viele tun, damit es global sozusagen sichtbar wird. Also, alles Gute. Tschüss.